Willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Room 3 und ohne lang zu schnacken geht's weiter. So, was haben wir denn hier jetzt? Hier fehlt wohl Strom. Wow. Oh, der hat doch Strom. Hä? Der hat doch Strom. Ach, ich muss mit der Linse bestimmt jetzt erstmal hier drauf gehen. Ja. Männchensymbol. Und was jetzt? Hä? Das hier. Auf dem Teleskopräder befinden sich Symbole. Welche Symbole habe ich? Solche Symbole habe ich doch schon mal gesehen. Ja. Okay, Moment. Stern war es. Ich wusste es, dass ich das noch brauche. Mond waren Striche. Jetzt. Und hier, das hat man ja schon. So. Und jetzt haben wir auch Strom. Das da? Nee. Oh nee. Hat das was damit zu tun? Ich muss erstmal hier Zettel und Stift wieder zur Seite legen, ne? Ich bin gerade ein bisschen überfragt, muss ich ehrlich sein. Als das Teleskop scharf gestellt wurde, wurde offenbar im zweiten Raum des Observatoriums etwas aktiviert. Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt den Krankenwagen nicht gehört. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Achtundsiebzig, fünfundsiebzig, neunzehn.
78, 75, 19. Hä? Im Raster der Maschine neben der Kugel kann ich wohl Muster erzeugen. Aber welche Muster? Das frage ich mich auch gerade. Welche Muster? Das können ja nur die hier sein. Machen wir das obere. Das sind einfach nur Striche in die Mitte. Aber nee, das ist auch nicht richtig. So viele Striche habe ich gar nicht. Die große Kugel lässt sich drehen. Vielleicht finde ich die Muster der Maschine irgendwo. Willst du mich verarschen? Oh, wie lange soll ich denn hier drehen, bitte schön? Was? Okay. Okay, das erste Hammer. Jetzt muss ich mich hier auf so ein nerviges Piepgeräusch verlassen. Kann man das nicht irgendwie mit... Nee, kann man nicht damit drehen, mit den Tasten. Ah. Okay. Ich versuche mein Glück. Oh, das war richtig. Das ist so nervig. Okay, wir versuchen's. Oh, richtig. Cool. Ist das die Erde? Tatsache. Ja. Und jetzt? Ah! Und da ist schon der Ausgang. Ein M. Oh, brauche ich wieder Zettel und Stift. Kann doch nicht wahr sein. Da haben wir das M. Ich weiß gar nicht, welches Sternzeichen das ist.
Ja, da geht's nicht durch. Ja, Hammer. Ist das noch aktiviert? Nee, scheint nicht so. Hä? Ist eine Sackgasse? So, von links sind wir gekommen, also geradeaus. Was haben wir hier? Okay. Ich erkenne das nicht. Boah, das ist gerade nervig, ganz ehrlich. Da sieht man schon, es ist eine Sackgasse. Ich schreibe mir jetzt einfach mal alle auf die Symbole. Oh ne, jetzt muss ich noch, oh, den ganzen Weg nochmal zurück zu der anderen Stelle gehen. Ich hätte erst diesen Knopf auf den Boden drücken müssen und dann zu dem Symbol an der Wand. Das hätte man mir aber auch früher sagen können. Aber das nervt, dass das so lange dauert. Da verliert man richtig die Lust am Weiterspielen. Zumal man hier nicht einfach mal durchspammen kann. Und jetzt? Ja, da ist der letzte Planet, würde ich mal sagen.
Und wieder ein Guckloch. Ja. Sicher, dass das so? Nee. Hä? Die Säule in der Mitte des letzten Planeten lässt sich vermutlich drehen. Ja. So. So. Ja, Knopf drücken und ab geht er. Und wir haben die letzte Pyramide. Das war's auch mit diesem Kapitel. Wenn euch das Spiel bis hierher gefallen hat oder die Folgen, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Der ist ganz wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst Kommentare da. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye. Rockstar, dance until I drop, my love is a fire.